Core Gamer Production. Willkommen auf der Spiele-Seite der Macht. Hey you guys, willkommen zu Prey. Mein Name ist der Roxer. Und ja, ich bin immer noch nicht weitergekommen. Anscheinend ist das hier unten Echtzeit oder so, keine Ahnung. Ja, dann müssen wir erstmal gucken. Uns hier umgucken, was wir noch so alles Schönes finden. Und immer die Zeit im Auge behalten. Wäre nicht schlecht. Ich frag mich, was mit dem Teil passiert ist, mit dem Taifun, den wir hier oben gesehen hatten. Ach so, hier sind wir in der Materialgewinnung. War das, ne? Haben wir nicht. Oder war das 7-2? Nein. 7-2 weiß ich noch. Aber wann kümmern Sie sich um diesen Durchbruch? Ich bin gerade dorthin unterwegs. Was ist da wohl geschehen? Schwer zu sagen. Ich muss mir das anschauen. Vielleicht haben Mikrometeoriten ein Loch hineingeschlagen. Selten, aber kommt vor. Okay, gut. Hoffentlich ist es nur das. Verschweigen Sie mir etwas? Nein, natürlich nicht. Aber in diesem Lagerraum befindet sich geheimes, exotisches Material. Wir brauchen da Zugang. Aha, ich verstehe. Können wir auch nichts machen mit? Ich bin gerade echt ratlos. Sieben, drei, zwei, vier? Auch nicht. 1, 2, 3, 4. Schade. Hä? Wieso haben wir ein neues Ziel jetzt auf einmal? Durchbruch im Außenrumpf. Versiegelung des Außenrumpfs. Okay. Aber wir haben keine Glucken-Uni, ne? Nope. Haben wir nicht. Hier ist auch keine, ne? Essen wir es erstmal. Ah!
Okay. Das war knapp. Leben am Limit, wie man es so schön nennt. Ne, ich muss hier hin. Zur Sicherheitsstation, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Natürlich immer die Zeit im Auge behalten. 30 Minuten hätten wir noch. Auch gleich schon da. Angeblich. Nein! Scheiße, Verteilerkasten. Heute läuft gar nichts. Heute läuft echt schwieriges Programm. Ich will ja nicht nerven, aber wann kümmern Sie sich um diesen Durchbruch? Ich bin gerade dorthin unterwegs. Was ist da wohl geschehen? Schwer zu sagen. Ich muss mir das anschauen. Vielleicht haben Mikrometeoriten ein Loch hineingeschlagen. Selten, aber kommt vor. Okay, gut. Hoffentlich ist es nur das. Der Vorgang läuft. Verschweigen Sie mir etwas? Nein, natürlich nicht. Aber in diesem Lagerraum befindet sich geheimes, exotisches Material. Wir brauchen da Zugang. Aha, ich verstehe. Ja, komm. Aber... ich habe auch nichts mehr zum so. Nee, habe ich nicht. Okay. Ja, da oben ist böse. Da ist Böses im Busch. Ach, Kacke, Mann. Ah, Bitch, du kommst... Oh, scheiße, er kommt doch da nicht. Ah, Kacke. Was sagt die Zeit? 29, okay. Wenn es jetzt wirklich nicht zur vollen Stunde ist, um 11 Uhr, na, ich raste aus. Nur eine behinderte Schlüsselkarte zu suchen. Es darf doch nicht wahr sein, was ich mir jetzt wieder in den Kopf setze hier. Du willst mich doch verarschen, Alter. Hä? Ebene 3. Maschinenlabor, ja. Ich sehe da nichts. Achso, wir sollen zum Maschinenlabor, okay. Was sagt die Zeit? Ich hoffe, das kriegen wir auch schnell hin. Und
Vorsichtig, nicht wecken. So, weiter geht's. Ach du Kacke! Ach fuck, Alter. Vitalwerte kritisch. Spiegel. Scheiße. Das war wieder so knapp, Alter. Kein Leben mehr. Ah, okay, wir sind richtig. Immer noch defekt, ja. Sind wir auch nochmal wieder knapp mit dem Leben davon gekommen. Die Sowjetunion schickt mit Sputnik 1 den weltweit ersten Satelliten ins All. Ei. Können wir nur flüchten. Falls hier noch was ankommt. Kacke. Wollte eigentlich deins. Ja, wir sind sowas von tot. Gleich, ja. Normale Funktion. Wo war jetzt der letzte? Ach so, hier war der letzte Speicherpunkt, okay. Gegen EMP sind sie eh. So. Gucken, ob wir das hier schaffen. B. Vielleicht da reinkommen und vielleicht finden wir ja weitere Neuromods. Das wäre schön. Wär gut. Ah, Vorstandsbüro. Okay. Alter, wie viele gibt's denn davon? So unfair.
So kommen wir auf jeden Fall in Thorsteins Büro. Das ist doch mal nett zu wissen. Ja, mit 20 HP gegen so einen Typen zu kämpfen, ist nicht cool. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Außenbereich, okay. Einfach durchs Foyer, Atrium, Werkstatt, okay. Einfach durchrushen. Ist kein Bock mehr. Ach, auf. Ich jetzt einfach hier durch. Ah, Mann. Ja, Verteilerkasten. Ich weiß. Aber ich hab doch nichts. Meine Fresse. Suchen wir mal einen anderen Weg, der nicht klappen wird. Die kommt mir jetzt sehr gelegen, die Wartungsschleuse hier. Wieso auch immer. Kacke, wir brauchen Blumenmunition, die wir nicht haben. Randall Wood, wieso hast du keine Blumenmunition? Warnung, Vitalwerte kritisch. Ja, so schnell geht es. Ja, komm, dann sagen wir auch an dieser sensationellen Stelle, see you guys und seht das nächste Mal, wie es so weitergeht mit Prey. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.